Auch hier sehen wir schon von Weitem, wie das jetzt wirkt mit dem Königsblau-Orange. Oben die kleine Rosette. Einfach so ein kleines Lichtblitzlein dann nach außen, das aber die Fassade natürlich auflockert und sehr, sehr schön farbig dann erscheinen lässt. Hier sind wir jetzt bei dem kleinen Seitenfenster seitlich der Rosette auf der Ostseite und hier haben wir auch diesen Farbablauf und das Faszinierende daran ist das Glas. Es ist effektiv so das mundgeblasene echt Antikglas ohne irgendeine weitere Einwirkung, außer dass wir gesagt haben, wir hätten gern diesen und diesen Ablauf in den Farben vom Königsblau zu ganz, ganz hell transparent. Wenn man jetzt durchschaut, dann sieht man, wie da die Dinge draußen so ganz verzaubert sind. Die sind nicht mehr real, sondern sie sind eben durch die Struktur und die Bläserung sind sie in eine ganz andere Welt gerückt. Und hier ist es ganz besonders spannend, weil wir sehen gerade den Herrn Prinker von der Firma Derix, der gerade was tut. Hier sehen wir ein Teil, das sind zwei hintereinander. Das sind unsere drei Pässe, die dann oben in die Rosette eingesetzt werden. Selbstverständlich wurde vorher alles ganz genau bearbeitet. Der Steinmetz hat da die Form genau angepasst und in der Glaswerkstatt Derix wurde das dann auch ganz genau wieder aufeinander bezogen. Das Glas und der Stein, die müssen ja genau übereinstimmen, die Formen genau passen. Jeder dieser drei Pässe ist ein bisschen anders. Also das ist absolute Maßarbeit alles. Auch nachher, wie dann das angefugt wird, wie das verarbeitet wird, damit es wind- und wasserdicht ist. Wir müssen uns ja auch vorstellen, was hier an Maßarbeit geschieht, ist ganz außergewöhnlich, denn wir haben ja zwei Gläser, die hier eingepasst werden müssen, sind ja zwei aufeinander laminierte Gläser. Und diese beiden Gläser, das macht eine bestimmte Dicke dann aus vom Material, muss dann eben hier genau eingepasst werden können. Und deshalb auch die Vorarbeiten des Steinmetz und jetzt die Präzisionsarbeit vor Ort.